herzliches Willkommen zur Monatslegung. Ja, ich hoffe, ihr habt den Juli gut hinter euch gebracht oder seid noch dabei, je nachdem, wann ihr das hört. Wir schauen uns an, was wir für den August haben und natürlich das, was wir aus dem Juli mitbringen. Wir haben die Sonne dann im Löwen, wir haben den Merkur in der Jungfrau, auch den Mars in der Jungfrau, die Venus im Löwen rückläufig. Da stellt man vieles in Frage. Wir haben, ja, ich denke mal, mit der Erdenergie gut zu tun, also Jupiter und Uranus im Stier rückläufigen, Pluto im Steinbock. Wir haben sensitive Energien mit Saturn rückläufig in den Fischen, Neptun ist in den Fischen. Und ja, wie starten wir jetzt in den August? Was erwartet uns da? Nun, wir haben jetzt bis zum 23. auch den Merkur noch im Löwen. Dann wechselt der in die Jungfrau und am gleichen Tag eben auch der Wechsel der Sonne in die Jungfrau. Da haben wir sehr viel strategische, gut überlegte, gut geplante Energie. Aber es ist halt, fühlt sich halt so ein bisschen, ja, Dienst nach Vorschrift und Regeln einhalten und akkurat sein an. Mars geht ab 27. in die Waage. Mars in der Waage ist ein bisschen unentschlossen manchmal, möchte keinem zu nahe treten. Ja, dann haben wir Uranus, der rückläufig wird im Stier ab 29. Uranus im Stier rückläufig lässt auch nochmal die Rückschau zu sagen, nun, was haben wir denn so Gutes schon erreicht? Was haben wir verändert? Auch durch unser eigenes Zutun. Zu Beginn haben wir ja so eine heilende Energie, Heilkraft, ja. Und das geht so ungefähr bis zum 4. August. Das sollte man natürlich nutzen, Heilkräfte freisetzen, sich auch ein bisschen Ruhe gönnen, nicht zu hastig vorgehen und auch mal meditieren. Jawohl, das kann sehr, sehr gut tun. Da kann man sich was Gutes anhören oder man ja, achtet auf seinen eigenen Atem. Mir hilft es immer, wenn ich mir was anhören kann und dabei so richtig ja, ins Innere gehe. Wir haben dann am 1. Vollmond im Wassermann. Vollmond im Wassermann ist so eine Energie, jetzt geht es darum, neue Dinge anzulegen, neu zu starten. Man möchte vieles umsetzen, man muss natürlich gut planen, dabei helfen natürlich die Gestirne auch. Denn von Mars und Jupiter wird das Ganze unterstützt. Ja, da geht es um Ruhe, um gute Planung, um ja auch alle Kleinigkeiten zu beachten, also Detailfragen. Merkur und Saturn helfen nicht so wirklich, sondern schüren eher so dieses, naja, hoffentlich schaffe ich das oder hoffentlich klappt das und so weiter. Vorsicht ist nicht verkehrt, aber übertriebene Vorsicht, da kommt man nicht von der Stelle. Man sollte also weder zu euphorisch rangehen, noch zu pessimistisch. Einen guten Mittelweg, dann ist das schon okay. Und immer auch kleine Erfolge feiern. Man hat auch am 7. mit Sonne im Löwen und Jupiter im Stier das Bedürfnis, die Dinge auf einen guten Weg zu bringen. Bis 10. setzt sich dann noch die Venus mit euch auseinander und möchte, dass ihr Dinge hinterfragt. Und vielleicht ist da auch so ein bisschen dieses Rebellische drin, wo man sich selbst ein bisschen mehr in den Vordergrund bringt. Das kann man tun, aber man sollte natürlich nicht rücksichtslos vorgehen, das ist klar. Zwischen dem 9. und 11. August haben wir Zeit, mit Merkur und Jupiter Dinge zu klären, Gespräche zu führen. Da wirken auch die Venus mit am 13., also dann wird es auf jeden Fall auch wieder ein bisschen gesprächiger im privaten Bereich. Dann haben wir eben auch so ein bisschen, dass man mit dieser rebellischen Ader so ein bisschen sich von Dingen zwischen 15. und 18. August lösen möchte. Mars und Uranus wollen das, dass man eben auch unliebsame Dinge vielleicht auch hinter sich lässt. Wir haben am 16. Neumond, das bedeutet eben auch wieder gut für Neubeginne. Allerdings haben wir dann Schwierigkeiten zwischen Sonne im Löwen und Uranus im Stier, wo man dann eben so ein bisschen zu leicht irgendwas riskieren könnte. Also weiterhin schön darauf achten,
dass man eben nicht zu selbstherrlich daherkommt mit der Löwe-Energie und auf der anderen Seite eben auch seinen Verpflichtungen nachkommt, wenn man sie eingegangen ist und wenn man sie nicht vorher auch losgeworden ist. Das können berufliche Dinge sein oder Freundschaften oder so oder auch irgendwelche Verträge, klar. Dann haben wir eine schöne Energie zwischen 20. und 24. mit Venus-Jupiter. Keine Versprechungen bitte. Denn das sind Momentaufnahmen, wo man eben da was versprechen könnte, was man nicht wirklich gewillt ist einzuhalten. Und dann haben wir eine Zeit, wo wir ein bisschen verträumt sind, aber nicht so wirklich in die Pötte kommen. Das ist zwischen 21. und 27. August. Da steht nämlich Mars dem Neptun gegenüber. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Merkur am 23. dann in der Jungfrau auch noch rückläufig wird. Ihr wisst das, Kommunikation unterirdisch, Missverständnisse an der Tagesordnung und Verzögerung natürlich auch. Da sollte man dann eben auch nicht zu ärgerlich reagieren, es nützt ja nichts. Ja? Lieber langsam machen. Bis zum 26. kann man beruflich vorankommen, wenn man sich auf seine Aufgaben konzentriert. Da kann man auch nicht so viel falsch machen, als wenn man in Diskussionen sich verliert. Ja, man ist da sehr ehrgeizig, sage ich mal. Ja, am 27. wird es ein bisschen misstrauischer. Sonne und Saturn und die sind dann also so ein bisschen überkritisch. Ja. Mars geht in die Waage auch am 27. Da wird man, wie gesagt, so ein bisschen unentschlossen. Ja, das ist aber bei Merkur rückläufig gar nicht so wild. Da muss man auch nicht unbedingt Entscheidungen treffen. Und dann wird am 29. Uranus rückläufig. Bedeutet eben auch, dass man die Dinge hinterfragt, die man bisher so auf den Weg gebracht hat. Die Veränderungen, die einem vielleicht auch begegnet sind. Und dann haben wir dann auch nochmal den Vollmond in den Fischen am 31. Das kann wirklich auch die Gefühle nochmal so richtig, ja, in den Vordergrund bringen. Und wenn das so ist, solltet ihr euch auf jeden Fall auch darum kümmern. Eure Gefühle sind wichtig und richtig, ja. Nehmt euch Zeit dafür, lasst euch nicht beirren. Wir schauen mal, was das für ein Tag ist, der 31. Donnerstag, ja. Wir haben vorher auch den Mond in den Fischen. Und da sollte man dann eben auch ruhig mal Zeit zum Träumen haben, aber sich da keine Luftschlösser bauen, wo man dann nicht klarkommt vielleicht mit dem, was da geschieht. Ja, also dass man eben auch sieht, was ist machbar und was nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da eben auch ja sieht, das ist halt ein Luftschloss. Es ist jetzt nichts, worauf ich unbedingt hinarbeiten muss. Ja. Ich hoffe, das ist die allgemeine Astrologie für den Monat August, dass euch das weiterbringt, dass ihr da so ein bisschen ein paar Daten habt, wo man was machen kann und wo man es lieber sein lassen sollte. Entscheiden müsst ihr das selbst, auch aus der jeweiligen Situation heraus. Wir schauen uns das natürlich nochmal für die einzelnen Sternzeichen an und selbstverständlich auch in den Karten. Also viel Spaß, einen schönen Monat August und ich sag mal bis gleich. Ja, und da sind wir, meine liebe Waage. Wir sind bei der Astrologie allgemein für die Waage für den Monat August. Wir haben wieder tolle Energien, auch für dich mit der Sonne im Löwen, mit erstmal Merkur im Löwen und so weiter. Venus ist rückläufig im Löwen. Das ist auf der einen Seite sehr stärkend, sehr anspruchweckend, ja, aber auf der anderen Seite eben auch ernüchternd zum Teil. Wir haben zu Beginn eine sehr heilvolle Energie und die Gestirne sind sehr freundlich dir gegenüber. Das wirst du genießen und du solltest eben da auch ja den Frieden suchen, die Ruhe suchen und dich regenerieren. Wäre eine gute Zeit für einen Urlaub und vielleicht auch mal ein paar Tage frei, je nachdem, was möglich und machbar ist. Es ist die optimale Zeit, sich mal zu entspannen und ja, sich einfach mal mit sich selbst auch ein bisschen mehr zu beschäftigen im Gefühlsbereich, was zu klären ist, ein paar Gedanken machen, ruhig auch mal Alleinzeit genießen. Auch die Rückläufigkeiten von Venus im Löwen und Merkur dann ab 23. in der Jungfrau können dir nicht so viel anhaben. Du bist da ganz entspannt,
Zumindest ist das zu wünschen, ja. Dafür hast du eben eine tolle Zeit auch am 13. Das ist in allen Bereichen, die dir Freude machen, auch gerade in der Kommunikation, ob das jetzt Freunde, Kollegen, Partnerschaft ist oder so, Familie. Das kommt wirklich gut an dem 13. Und dann hast du ja am 27. auch den Mars, der in die Waage wechselt. Das pusht dich natürlich auch, sollte aber nicht dafür sorgen, dass du jetzt wirklich dich da zerreißt für alles und jeden. Das ist damit nicht gemeint. Einsatz zu zeigen kommt schon gut an, aber man sollte sich selbst gegenüber eben auch ein bisschen Schonzeiten mit einplanen. Also Erholung ist wichtig, Besonnenheit ist wichtig, sich auch mit eigenen Interessen und eigenen Dingen beschäftigen. Das gehört genauso dazu. Man sollte eben nicht übertreiben. Und wie gesagt, du hast das so den August über wirklich gut im Griff. Und wenn sowieso alles runtergefahren wird mit der rückläufigen Energie von Merkur, dann kannst du eh langsam machen. Da wird auch nichts schneller gehen, nur weil du das möchtest oder weil du besonders viel Gas gibst. Also versuch es lieber erst gar nicht, sondern arrangier dich mit der gegebenen Energie und auch im Miteinander mit anderen. Die brauchen vielleicht eher deine Hilfe als Vermittler, als Diplomat. Ja, das könnte natürlich sehr positiv sich auswirken. Also du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, ein gutes Stück voranzukommen, sowohl im Gefühlsbereich als auch karrieretechnisch alles drin. Wenn du, wie gesagt, nicht übertreibst, dir deiner Dinge bewusst bist, die für dich wichtig sind und dann eben auch in deiner schönen Waageart eben auch mit anderen gut kommunizierst. Das klingt sehr vielversprechend. Ich wünsche dir einen schönen Monat August und wir schauen uns jetzt noch an, wie das in den Karten so aussieht. So, liebe Waage, was erwartet dich im Monat August? Wie immer schauen wir uns die Astrologie nochmal an, aber wir gehen natürlich auf die Kartenlegung. Wichtig auch für dich, dass du die Entscheidungen triffst, nicht jemand anders, und dass dir diese Dinge einfach nur ein Hinweis, eine Hilfe und eine Unterstützung sein sollen, wann sich was lohnt und wann man wahrscheinlich besser Dinge umsetzen kann. Wir haben jetzt natürlich Löwe-Energie, Sonne in Löwe, dann haben wir eben auch Merkur erst in Löwe hatten wir und wir haben dann aber auch ab 23. den Merkur rückläufig in der Jungfrau. Und auch ab 23. geht die Sonne in die Jungfrau. Das ist auch für die Waage keine angenehme Zeit, muss man einfach so sagen. Der Mars wechselt in dein Zeichen am 27. Ja, das stärkt dich natürlich, aber erst gegen Ende des Monats. Uranus im Stier wird am 29. rückläufig. Da sollte man überlegen, was man geändert hat. Und wie erfolgreich das sich gestaltet oder auch eher nicht. Du hast erstmal zu Beginn eine ruhige Phase. Wir haben ja diese heilende Energie, die du eben auch zur Entspannung und zur Regeneration nutzen kannst. Also wäre auch eine optimale Zeit für einen Urlaub. Auch die Rückläufigkeiten haben dir nicht so viel an. Das ist schon mal sehr gut. Auch die rückläufige Venus nicht im Löwen. Besonders schön ist der 13., das ist nicht nur für die Waage ein schöner Tag, auch für viele andere. Zeit eben mit seinen Lieben diese Zeit zu verbringen oder eben auch schöne Erlebnisse mit lieben Menschen zu teilen. Wenn der Mars dann am Ende des Monats in dein Zeichen geht, hast du dann genügend Kraftreserven geschaffen, um durchzustarten. Natürlich sollte man trotzdem immer einen guten Blick für das Wesentliche haben und sich nicht überfordern. Das ist eben auch für die Waage wichtig, auch gerade mit der Löwe-Energie. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir für die Waage so haben allgemein im Monat August, wie die Energie so für diesen Monat für dich aussieht, so allgemein. Da haben wir das Ass der Stäbe, ein leidenschaftlicher Neubeginn. Okay, Leidenschaft ist ja schon mal sehr gut, da haben wir ja die feurige Energie. Aber Leidenschaft sollte ja auch wie ein stetiges Feuer brennen, kein kurzes Aufflackern sein. Wir schauen mal. Wir haben Ritter der Münzen. Das spricht erstmal von Geduld, von Hartnäckigkeit, also Durchhaltevermögen, einen langen Atem haben. Mäßigkeit bedeutet in seiner inneren Mitte sein. Das scheint gut gelungen zu sein, Ende Juli, Anfang August. Sehr schön, genieße das.
Ruhephase, ja, entspannen, relaxen, Füße hochlegen, die Gedanken einfach mal fliegen lassen. Dann haben wir die Intuition ist gestärkt. Wir hatten ja vorher die Sonne auch im Krebs und so. Das hat dich vielleicht auch ein bisschen auf eine sehr harmonische Entwicklung auch in deinem Gefühlsbereich gebracht. Wünsche ich dir zumindest. Und wir haben die Zehen der Stäbe. Die Zehen der Stäbe ist so eine Energie, man hat noch ein bisschen was zu tun. Man muss noch ein paar Dinge zu Ende führen. Ja, das kann durchaus sein. Und ich denke, dass du da intuitiv und auch entspannt rangehst. Das ist sehr schön. Viel Arbeit ist es nicht mehr, aber so ein paar vielleicht letztendliche Handreichungen müssen da noch folgen. König der Münzen ist Stabilität und Sicherheit, Dankbarkeit und Demut. Man freut sich über das, was man hat. Man plant vielleicht in die Zukunft. Man fühlt sich auch sicher und geborgen, auch erfolgreich. Ja, je besser du dich fühlst, desto besser fühlt es sich auch an, wenn man dann erfolgreich ist. Wir haben die Beziehungen, auch das alles in Ruhe im Monat August zu Beginn. Wir haben den Widerstand. Ja, Widerstand ist möglicherweise auch, ja, dass jemand nicht deiner Meinung ist oder so, aber das ist auch nicht schlimm. Ja, Wettbewerb. Also es kann, denke ich mal, gerade so zum Ende hin so ein bisschen Wettbewerb auftauchen. Vielleicht stellt man was in Abrede oder man sagt, die Waage ist ja so entspannt. Wir müssen mal sorgen, dass die wieder in Bewegung kommt. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, es ist einfach, es ist ja nicht immer alles so easy peasy. Es geht in Wellen. Jetzt hast du halt eine Ruhephase erstmal. Und dann geht es wahrscheinlich wieder steil bergauf. Und dann kannst du natürlich auch viel erreichen. Aber bitte achte darauf, dass du dich auch da nicht übernimmst, sondern ein gesundes Maß zwischen Erholung und Arbeit findest. Das beruhigt nämlich auch ungemein. Also nicht zu viel auf einmal vornehmen. Jetzt haben wir erstmal den Ritter der Münzen, was ja auch der Erfolgsgarant ist. Und da haben wir den Teufel. Das ist so ein bisschen Obsession, Ehrgeiz. Ja, vielleicht ist es auch so, dass du so ins totale Gegenteil verfällst, ja, totale Faulheit, ja, ist ja auch mal ganz schön, warum nicht? Wir haben die Königin der Kelche, liebevolle Fürsorge, vielleicht wirst du schön bemuttert und fühlst dich da großartig und ja, lässt wirklich auch mal alles so laufen, wie es läuft. Entspannte Gespräche in der Ruhephase, auch wunderschön. Ich habe so den Eindruck, dass du es dir so richtig gut gehen lässt und gar nichts machst. Neun der Kelche, intuitiv bist du richtig glücklich und das sei dir auch von Herzen gegönnt. Dann haben wir die Neun der Stäbe. Da fehlt dir auch ein bisschen Kraft, ja, dich noch so aufzuraffen für die letzten Arbeiten, die vielleicht noch getan werden müssen. Aber glaub mir, es lohnt sich, da nochmal sich dazu aufzuraffen, das zu erledigen und hinter sich zu bringen. Versuch's in aller Ruhe und lass dir ruhig dabei auch helfen. König der Münzen, Acht der Stäbe. Bedeutet eben auch, dass man möglicherweise Zukunftspläne schmiedet, vorausschauende Dinge macht oder eben miteinander spricht, wie man weiter vorgehen möchte. Der Erfolg mit dem Gehängten bedeutet, dass du dir auch mal alles um dich herum betrachtest, was du bisher auch schon erreicht hast, wo du stehst, wie es dir geht und wie zufrieden du bist. Also du bist jetzt noch nicht mal so tatkräftig und aktiv dabei, du beobachtest erstmal nur. Dann haben wir den Eremiten. Beziehungen. Das ist die Jungfrau-Energie. Man geht so ein bisschen in sich und überlegt, nun ja, wie führe ich Beziehungen? Was bedeuten mir Beziehungen? Also zu verschiedenen unterschiedlichen Personen vielleicht auch. Vielleicht ist es auch weiter das Forschen nach dem eigenen Wohlbefinden, das du ja wohl im Moment zumindest gefunden hast und was du natürlich auch beibehalten möchtest, ja. Und der Eremit ist halt so ein bisschen die Planung, die Vorbereitung, wie geht's denn jetzt weiter? Und da haben wir dann auch einen gewissen Widerstand. Das kann auch dein Widerstand sein gegen etwas, denn wir haben den Erfolg. Es bedeutet, dass du dich möglicherweise in einer Sache, in einem Bereich, der dir wichtig ist, wo du deiner Intuition folgst, auch dich durchsetzen kannst, auch als Waage. Und dann haben wir eine solide Basis, die eben auch Stürmen oder Widerständen standhält oder Wettbewerb, wenn es Neider gibt oder Leute, die irgendwas dagegen zu meckern haben. Ich glaube, dass du sehr gut weißt, wo du hin willst, was dir wichtig ist und wie du das erreichen kannst. Und du bist ganz entspannt, lehnst dich zurück
und schaust dir das Ganze an. Mit dem Widerstand kommst du wunderbar zurecht. Wie gesagt, es kann auch dein eigener Widerstand sein, wo du sagst, ich mache das jetzt so und so, ist mir egal, was die anderen sagen. Also, wenn deine Intuition, dein Bauchgefühl dir das rät und du das Gefühl hast, es ist genau so richtig, dann solltest du das auch so machen, unbedingt. Wir haben ja den leidenschaftlichen Neubeginn. Wir haben für dich die Karte Heuschrecke, tue einen Sprung des Glaubens. Und das kann durchaus auch der Glaube an dich selbst sein, an deine Fähigkeiten, an das, was du dir zutraust. Und wenn du dir da sicher bist, warum sollte dich da irgendjemand von abhalten können? Überhaupt nicht, ja. Du stehst auf soliden 4 Stäben hier und alles andere prallt an dir ab. Ist doch wunderbar, besser geht's doch gar nicht. Ich lese dir mal vor, was die Karte sagt. Du stehst jetzt davor, einen Sprung auf die nächsthöhere Ebene deines Lebens zu machen und dich auf etwas zuzubewegen, das besser ist als alles, was du dir jemals erträumt hast. Wow. Wenn sich der Geist der Heuschrecke zeigt, ist es eine günstige Zeit, um einen Sprung ins Ungewisse zu wagen. Denn er ist ein dem Neuen aufgeschlossener Geist, der fragt, warum nicht? Und an die Kraft des Mitschöpfertums glaubt. Es ist ein Appell an dich, darauf zu vertrauen, dass jetzt die richtige Zeit ist, um dich auf diese Idee, Beziehung oder Situation einzulassen. Geh ein Risiko ein, denn die Fülle in all ihren Formen wird sich dir zeigen. Wunderbare Dinge erwarten dich, wenn der Heuschreckengeist in Erscheinung tritt. Es ist dir nicht bestimmt, rückwärts zu gehen, also höre auf deine Intuition statt auf dein furchtsames Ego, das sich jedem Wandel widersetzt und ängstlich an das klammert, was war. Das Glück ist auf deiner Seite. Hüpfe mit Zuversicht in das Kommende, denn der Allgeist hält vieles für dich bereit, wenn du nur diesen Sprung tust. Okay, das kann auch dein eigener Widerstand sein hier. Dass du entweder denkst, oh, das ist zu gut, um wahr zu sein, ja, könnte auch sein. Dass du dich selbst da so ein bisschen zurückhalten möchtest oder so. Das Wichtigste ist, was deine Intuition sagt, nicht was meine Karten sagen, was die Astrologie sagt. Das Wichtigste ist, was sagt dein Bauchgefühl dazu? Wenn du davon überzeugt bist, das ist genau das, was ich will, das ist genau das, was ich brauche, was ich erreichen will, wo ich hin will, dann lass dich bitte von nichts und niemandem davon abhalten. Und wenn es Hürden zu nehmen gibt, dann wirst du die nehmen, weil du eben im tiefsten Herzen davon überzeugt bist, dass du genau das tust, was dir bestimmt ist und was sich für dich richtig anfühlt. Ja, und deswegen ist es auch so wichtig, da den Wettbewerb oder Leute, die dagegen reden, nicht so sehr sich davon beeinflussen zu lassen. Und das ist ja manchmal bei der Waage so, sie möchte ja keinen vor den Kopf stoßen, sie möchte keinen enttäuschen und alle sollen friedlich miteinander und so. Das ist zwar sehr schön, aber wenn du dann immer den Kürzeren ziehst, hat das natürlich einen faden Beigeschmack, ja. Und hier lässt es dir mal so richtig gut gehen. Du kannst so richtig, richtig faul sein, ja. Und dein Bauchgefühl sagt dir, ja gut, ich muss noch was erreichen hier und ich überlege mir, wo ich hin will. Ich schaue mir an, wo ich erfolgreich bin, was ich schon erreicht habe. Oder ich schaue mir, kupfer mir was an von anderen erfolgreichen Leuten, ist auch möglich. Und dann überlege ich mir, wie ich diese Beziehung vielleicht auch für mich nutzen kann. Auch das ist durchaus möglich, ja. Ein leidenschaftlicher Neubeginn heißt ja nicht, dass du von jetzt auf gleich den Raketenstart hinlegst, sondern dass du das, was dir gegeben ist, in deinem Bereich nutzt und umsetzt. Und das kann schon auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber wichtig ist, was du ganz persönlich davon hältst. Wir haben ja Ende Juli schon angefangen, oder noch früher, haben wir angefangen mit dem rückläufigen Saturn. Der ist immer noch rückläufig und es geht um deine ganz persönlichen Befindlichkeiten. Wie fühlst du dich? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Du hast dich jetzt hier im August, erholst du dich, bester Monat für einen Urlaub und dann machst du neue Pläne, gehst vielleicht Beziehungen ein oder hast Beziehungen, die dir sagen, du könntest das und das machen. Und das, was sich für dich am besten anfühlt, verteidigst du auch erfolgreich gegen jedweden Widerstand, der zum Beispiel von Freunden, Bekannten aus der Familie oder von Leuten kommt, die dir da reinreden wollen. Es ist nämlich oftmals so, dass die Waage sich auch viel zu oft von anderen irgendwie was ausreden lässt oder auch was einreden lässt, ne, dass es nicht kann oder irgendwas. Und jetzt ist so wirklich, du machst so dein Ding, ja.
Und wenn dann am Ende des Monats auch dann der Mars in dein Zeichen kommt, dann bist du nicht mehr aufzuhalten. Trotz Rückläufigkeiten ist egal, ja. Du gehst deinen Weg und das finde ich toll und du lässt dich von nichts und niemandem davon abbringen. Und dann siehst du auch am Ende des Monats, wenn Uranus rückläufig wird, dass sich Veränderungen für dich gelohnt haben. Gewisse Feinjustierungen, vielleicht auch die Veränderung einer Einstellung, eines Umgangs mit den Sachen, also wie du was angehst oder wie du was bearbeitest für dich, das scheint sehr erfolgreich gelungen zu sein. Und ich hoffe, dass du da eben auch für dich die Stärke und die Bestätigung rausholst, dann auch deinen Zielen und deinem Herzen vor allen Dingen zu folgen. Das sieht richtig, richtig toll aus. Und ich hoffe, dass eben du da auch diese starke Empfindung hast, das Richtige zu tun für das, wofür du dich entscheidest und dass wirklich nichts dich aufhalten kann. Das klingt richtig toll. Ja, ich hoffe, dass du vielleicht berichtest dann, was du da machst vielleicht. Wäre schön, ne? Und dass man dann auch eben ja, dich beglückwünschen kann. Das wäre schön. Ja, ich bin gespannt. Lass es mich gerne wissen. Wir schauen uns aber jetzt auch noch natürlich die Legung für die Beziehung der Waage im August an. Bis gleich. So, meine liebe Waage, wir schauen uns die Beziehungslegung an. Wir schauen auch natürlich auf die Astrologie, was wir noch so haben. Mit Löwe-Energie bist du natürlich sehr anspruchsvoll. Die rückläufige Venus lässt vieles so in Frage stellen. Man sollte aber keine voreiligen Schlüsse daraus ziehen und zu voreilig handeln. Wir haben dann ab 23. die Sonne in der Jungfrau und auch der Merkur in der Jungfrau wird an diesem 23. rückläufig. Du weißt vielleicht, was das bedeutet. Das bedeutet, dass da nicht mehr viel geht, vieles verzögert wird und man ein bisschen aneinander vorbeiredet. Der Mars wechselt am 27. in dein Zeichen und führt dir neue Energie zu. Das ist natürlich auch nützlich in Beziehungen, aber du solltest natürlich da auch, ich sag mal, fair bleiben. Der Uranus wird am 29. im Stier rückläufig und da geht es darum, welche Veränderungen man herbeigeführt hat und was man noch vielleicht verfeinern könnte. Was haben wir sonst noch für die Waage? Also eigentlich bist du guter Dinge im Monat August, kannst dir vielleicht auch Urlaub leisten, also energiemäßig, ja. Entspannung ist wichtig und die Rückläufigkeiten machen dir nicht so viel aus wie vielleicht anderen. Und besonders schön ist der 13. August, auch gerade in Beziehungen, in Partnerschaften eben, Freundschaften, Familie und so weiter. Das kann ein sehr schöner Tag werden und solltest du natürlich nutzen. Und mit dem Mars wird natürlich auch viel Energie am 27. reingepusht. Denk nur dran, dass eben durch die Rückläufigkeit am 23. auch die anderen verwirrt sind und nicht so genau wissen, wohin mit sich. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir für eine Energie so allgemein für die Waage im August haben. Du weißt ja, entscheiden musst du immer selbst, aber du kannst ja die Hinweise für dich nutzen. Wir haben die Transformation, die Veränderung. Da haben wir ja dann auch ab 29. den Stier rückläufig. Vielleicht nimmst du vorher noch ein paar Veränderungen vor. Thema für dich in Beziehungen ist die 5 der Kelche. Die 5 der Kelche besagt ja, du weißt, wo deine Grenze ist, also deine persönliche Grenze und wo die der anderen anfängt. Natürlich solltest du weder deine Grenzen überschreiten, noch sollten die anderen natürlich deinen Raum überschreiten. Wir haben bei dir die 6 der Münzen, Ausgewogenheit, typisch Waage-Energie, harmonisierend wie immer. Und hier haben wir die 7 der Kelche. 7 der Kelche sind sehr viele Dinge, die dein Gegenüber macht oder auch vielleicht hohe Erwartungen an dich hat. Wir haben den Ritter der Kelche, liebevolle Energie, so geht ihr miteinander um. Das ist sehr schön, ja, da fühlst du dich auch wohl. Unbewusst haben wir die Herrscherin. Die Dinge können sehr, sehr fruchtbar sein. Die Dinge können sich sehr positiv entwickeln. Natürlich müssen beide daran mitwirken. Ratschlag sind Gespräche auf Augenhöhe. Wir haben ja immer noch die Energie des Saturn rückläufig, also solltest du auch wissen, was dir gut tut und wo du hin möchtest. Wir haben den Magier, Manifestation. Man sollte allerdings davon absehen, die Manipulation ranzuziehen, also jemanden dazu überreden zu wollen, ich sag mal so zu agieren, wie man sich das selber vielleicht wünscht.
Man kann diesen Wunsch äußern und dem anderen das mitteilen, aber man sollte eben auch aufrichtig und ehrlich sein. Veränderungen können passieren innerhalb der Beziehung, dass man vielleicht auch gewünschte Veränderungen einführt. Und ja, ich sag mal, Gespräche auf Augenhöhe können da schon für sorgen, dass man eben auch Dinge voranbringt. Es kann auch sein, wenn du Single bist, dass das eine neue Beziehung ist, wo du erstmal auch das Vertrauen aufbauen musst mit deinem Gegenüber. Also auch wissen, wo du Zugriff hast oder wo du Dinge ändern kannst und wo nicht. Das ist immer auch ganz wichtig. Wir haben dann den König der Kelche. Das ist die skorpionische Energie. Liebevolle Fürsorge wird immer gern genommen, also liebevoll sich um jemanden kümmern oder bekümmert werden. Wir haben dann auch die Hohepriesterin. Deine Intuition ist gestärkt. Dein Bauchgefühl, also hast du ja wahrscheinlich schon ein bisschen daran gearbeitet. Und wir haben die 7 Kelche hier erneut. Das kann bedeuten, dass du jemanden mit außergewöhnlich hohen Erwartungen oder auch beruflich sehr eingespannt hast. Jemand, der ja was erreichen will, aber diese Person könnte vielleicht auch übertreiben und sich selbst, ich sag mal, damit auch ein Stück weit schaden. Also ich denke, es wäre gut, wenn du liebevollen Einfluss zumindest dahingehend nimmst, dass die Person auf dem Teppich bleibt, auch was die Arbeit betrifft und natürlich auch die Anforderungen. Wir haben die 4 der Stäbe, eine solide, liebevolle Basis. Das ist wunderschön. Ja? Also das ist schon gefestigt. Wir haben die Mäßigkeit, gefühlvoll, erfolgreich. Gefühl und Intellekt sind sich einig. Optimale Bedingungen auch für Beziehungen, ja. 2 der Kelche, Ritter der Kelche. Also man ist mit sich wirklich sehr, sehr zugeneigt. Da sind starke Gefühle drin. Und auch wenn man sich nicht ganz sicher ist vielleicht mit der rückläufigen Venus, ist man doch sehr, sehr stark verbunden. Deswegen sollte man auch keine zu voreiligen Schlüsse ziehen oder zu voreilig die Reißleine ziehen. Mit dem Eremiten braucht jeder auch so ein Stück weit Zeit für sich. Das bedeutet auch ganz klar, dass sowohl du als auch dein Gegenüber so ein bisschen Alleinzeit benötigt, um über Dinge nachzudenken. Ich weiß, das hörst du nicht gerne. Du möchtest am liebsten nie alleine sein. Aber es ist schon mal wichtig und notwendig, dass man eben auch Zeit mit sich selbst verbringt und auch alleine sein kann. Denn ich denke, wenn ich das so sehe, dass dein Gegenüber sehr eingespannt ist und vielleicht auch ja, sehr anspruchsvoll ist, sich selbst gegenüber, aber auch der Partnerin oder dem Partner gegenüber, dass man da auch mal alleine sein wird als Waage. Zumindest sieht es für mich danach aus. Und liebevolle Energie ist da. Vielleicht sollte sich etwas ändern in dem Bezug, dass man mal ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringt. Vielleicht, wie ich sagte, im Urlaub, dass man einfach mal so ein bisschen sich besser kennenlernen kann oder auch mal tiefschürfende Gespräche führen kann und eben auch Zeit miteinander genießen kann. Also irgendwo hat jeder auch so ein bisschen seine Ziele, seine Vorstellungen, ja. Und wenn man keine Zeit hat, darüber zu reden, erfährt man gar nicht, wie sich der andere das vorstellt, ja. Und hier mit dem Eremiten überlegt man sich, wie soll es denn weitergehen? Wie sollen wir das weiter handhaben? Und da können die Veränderungen eine Rolle spielen, dass man sagt, okay, wir sehen uns zu selten, wir führen eine Distanzbeziehung oder ich bin zu eingespannt im Job, dann muss man vielleicht auch an diesen Dingen etwas ändern. Und das ist natürlich jedem selbst überlassen, ob er das möchte. Auch wenn du in der Beziehung noch so sehr gefühlvoll involviert bist, solltest du natürlich deinem Gegenüber da nicht die Pistole auf die Brust setzen. Das ist aber klar, ne? Ich denke nur, dass man darüber auch mal sprechen sollte. Wie lange das vielleicht noch so gehen soll oder wie lange auch dein Gegenüber, ich sag mal, diese Belastung, ständig Leistung bringen zu müssen, aufbringen kann. Du musst dir das so vorstellen, wenn jemand permanent eben unter Druck steht, ist da nicht mehr viel Kraft für anderes. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, anfangen würdest, auch noch zu sagen, das ist mir zu wenig und so weiter, dann könnte es dir passieren, dass dein Gegenüber Reis ausnimmt, ja, und sagt, okay, dann lassen wir es lieber. Und das ist so eine
schwierige Energie. Deswegen muss man da sehr, sehr feinfühlig mit dieser Energie umgehen. Du willst die Person ja nicht vereinnahmen. Du würdest nur wahrscheinlich gerne mehr Zeit mit dieser Person verbringen. Und das so rüberzubringen, dass der andere sich nicht unter Druck gesetzt fühlt, ist nicht ganz einfach. Und da muss man sich langsam vortasten. Da brauchst du auch ein bisschen Geduld. Natürlich ist da liebevolle Energie und vielleicht weiß dein Gegenüber auch, dass er oder sie eben ein bisschen zu sehr eingespannt ist. Und dass das auch auf Dauer natürlich nicht immer so weitergehen kann, dass man irgendwann auch keine Kraft mehr hat. Wir schauen mal, welche Karte wir haben. Chaos und Konflikt klingt natürlich sehr aufreibend und kann natürlich auch bedingt sein durch den rückläufigen Merkur. Aber ich denke, dass dieses Chaos eben auch der beruflichen Situation geschuldet ist. Du siehst, das ist jetzt nicht etwas, was unbedingt von der Beziehung ausgeht, was aber trotzdem Einfluss auf die Beziehung nimmt, weil eben da auch ein bisschen Zeit füreinander fehlt. Ich lese das mal vor, was die Karte bedeutet. Durcheinander, Missverständnisse und Widerstreit, Spannung der Gegensätze, der Vorrang des Chaos gegenüber der Ordnung. Und die Beziehungsbotschaft lautet: Mit einer verbohrten Haltung bleibst du im Widerstand stecken. Ein Konflikt, für den du dir aus tiefstem Herzen eine Lösung wünschst, bleibt durch deine ständige Rechthaberei bestehen. Dennoch ist dies eine gute Gelegenheit, mehr über dich zu erfahren, wie du dich selbst wahrnimmst, was für dich Wert hat und was dir wirklich wichtig ist. Wenn es zutrifft, dass manche Dinge nicht verhandelbar sind, dann brauchst du darüber keine Debatten zu führen. Gelingt es dir, durch die aufgewühlten Emotionen hindurch den Weg zu einer höheren Betrachtungsebene zu finden, also dir so ein Gesamtbild auszumalen? Bald wird die Luft sich klären und du wirst an einem weit besseren Ausgangsort sein als zuvor. Der sich legende Sturm macht den Blick frei auf einen neuen Weg, der ein Weiterkommen möglich macht. Es kann eine spannende und erleuchtete Zeit werden, wenn du sie konstruktiv für dich nutzt. Also, ich sage jetzt mal so, was jetzt aus der Karte hervorgeht, ist, dass du eben nicht in der Zeit, in der du nicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen bist, nicht warten sollst oder die Hände in den Schoß legen solltest, sondern dich mit Dingen deines eigenen Belangs beschäftigen solltest. Sei es, du streichst die Wohnung oder du gehst deinem Hobby nach, du bildest dich weiter. Also du sollst die Zeit konstruktiv nutzen und nicht hadern und dir zu viele Gedanken darüber machen, was der oder die andere in der Zwischenzeit tut. Das wäre das Wichtigste erstmal. Bedeutet, dass du dich ein Stück weit abnabelst, ohne natürlich die Gefühlsseite zu betrachten. Du bist ja verbunden mit dieser Person, aber du solltest eben nicht diese Person zu deinem Lebensmittelpunkt machen. Das ist insofern fatal, weil man sich dann unbewusst in eine schwächere Position begibt. Schwächer insofern, als dass man sein Leben wirklich auf den oder die andere ausrichtet. Und das ist eben auch nicht gesund. Das sollte man nicht tun. Man sollte der Realität eben die Dinge abnehmen, dass es so ist derzeit, dass da ein bisschen wenig Zeit ist, derjenige sehr anspruchsvoll ist. Das soll aber nicht bedeuten, dass du jetzt die Zeit damit verbringst, zu hadern, sondern dass du deine Ansprüche und deine Wertvorstellungen überprüfst und schaust, wie du vorankommst. Mit liebevoller Energie, aber auch mit Selbstwert. Ja? Es geht darum, den Selbstwert nicht zu minimieren unbewusst, nur weil man eben jetzt vielleicht nicht so viel Zeit miteinander verbringen kann. Also ich würde mir da schon überlegen an deiner Stelle, was für mich relevant ist, für mich als Einzelperson. Ne? Und das würde ich dann eben so planen, dass das für mich eben diese Zeit ausfüllt, in der ich eben nicht in dieser Beziehung bin. Vielleicht hast du ja auch, ich sag mal, Freunde, Bekannte, mit denen du dich öfter triffst und so. Oder andere Dinge, die dir persönlich wichtig sind. Aber das soll eben ausgefüllt sein. Dann kannst du eben die Zeit auch nutzen und hast auch was zu erzählen, wenn ihr euch dann trefft. Also ich denke einfach, es geht darum, den Selbstwert deshalb nicht runterzufahren, nur weil da eben ein Zeitminimum ist.
Das ist jetzt so das, was ich dir dazu sagen kann. Die nötigen Veränderungen hast du vielleicht auch schon in die Wege geleitet oder wirst sie noch in die Wege leiten. Eine Änderung ist ja auch in sich. Das heißt ja nicht, dass das immer so bleibt. Nur derzeit ist das vielleicht auch noch so. Und damit du eben ja in der Zwischenzeit etwas für dich herausfindest und vielleicht die Zeit sinnvoll nutzt, solltest du an dich denken. Wir haben auch Flucht und Kampf als zusätzliche Karte. Du bist ja nicht kampflos dadurch, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt oder etwas für dich tust. Ich würde nicht kämpfen in dem Fall, weil es da ja nicht zu kämpfen gibt. Wir haben sehr liebevolle Energie, wir haben sehr hohe Ansprüche deines Gegenübers, aber Flucht ist es ja auch nicht. Es ist so ein Mittelding, ich nutze die Zeit, die mir verbleibt, wo ich auf mich allein gestellt bin, sage ich jetzt mal, und nutze die dann sinnvoll. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Aber Ende des Monats kommt dann wieder so richtig Ehrgeiz auch auf, ab 27., wo du dann auch karrieremäßig vorankommen kannst. Und möglicherweise, ja, bist du dann auch eingespannt und hast viel zu tun. Kann durchaus sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Monat August. Denke an die Ruhephasen. Regeneration ist wichtig. Und schreib mir gerne in die Kommentare, wie du den Monat verlebt hast, wie es dir gefallen hat. Lass gerne ein Däumchen hoch da. Wenn du eine persönliche Legung benötigst, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Findest du alles unten in der Infobox. Und wenn du vielleicht auch irgendwas mitnehmen konntest, darfst du mich gerne weiterempfehlen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Zeit, viel Erfolg und ich sag bis bald.